Und herzlich willkommen zu Ingos Treasure Hunt Folge 13. Heute haben wir den 14. August 2021. Ja, hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Mir geht es auf jeden Fall heute sehr gut. Und ich mache auch mal direkt weiter mit dem nächsten Spiel aus der Diskettensammlung vom VC20. Das letzte Mal ging ja irgendwie ziemlich in die Hose. Also da hatten wir ja irgendwie nichts Ordentliches gefunden und ich befürchte, dass das Archiv hier von Tosek leider auch keine weiteren großen Perlen hergibt, aber naja, ich möchte mich auf jeden Fall mal durcharbeiten. Wir hatten das letzte Mal Luna Rescue und jetzt kommt Mastermind von 1900XX. Also das kann alles Mögliche sein zwischen 81 und 99. Sind wir mal gespannt. Es hört sich aber sehr stark nach einem Diskettenspiel an, Diskettenmagazinspiel, beziehungsweise Listing-Magazinspiel. So, erstmal vielen Dank an 4Gathers, der ist gerade vor 5 Minuten hat er gefolgt. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch zuhört. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Folgen. So, dann laden wir erstmal Mastermind. Sind wir nochmal gespannt, was das jetzt ist. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Oh je, das sieht ja echt ziemlich merkwürdig aus. Also das ist ja einfach nur die Standardschrift, scheinbar in Basic. Ja, achso, das ist das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mastermind war ja ein Brettspiel in den 80ern. Das wurde ja, glaube ich, sogar von Parker vertrieben. Und das hatte ich als Kind. Das war eigentlich ziemlich gut. Aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz, wie das funktioniert hat. Das ist jetzt schon etwas eine Weile her. Ja, also die Spielregeln stand ja vorne dran, aber ich möchte mich da jetzt nicht einarbeiten. Wahrscheinlich ist das ein ziemlich gutes Spiel, also die Brettspielumsetzung. Und ja, man hat sich damals dann
ich weiß jetzt nicht, wo das verkauft worden ist, aber man hat sich dann damals halt das Brettspiel dann halt irgendwo, ja, gespart, musste sich das dann nicht kaufen. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten Titel direkt. Weil ich möchte diese blöde Sammlung hier durchgehen. So, Meteor Zone von 96 von System 4. Das hört sich ja richtig gut an. Tja. Ich frage mich nur, wo kommen denn diese Umsetzungen hier von 96? Sind das jetzt irgendwelche Hobbyprojekte? So. Habt ihr... Ah ja, warte mal. Was ist... toll, das kann man nicht mehr mit Joystick spielen. Also ich frage mich, was das für Projekte sind. Es ist halt ein Asteroids-Klon, aber es hat doch nicht mal eine Joystick-Unterstützung. Ich habe echt das Gefühl, das sind halt wirklich irgendwelche Projekte, die verschollen waren und dann mal 20 Jahre später ausgegraben worden sind, wo die Leute noch aus Spaß das dann zu Ende programmiert haben, aber ich muss sagen, das ist halt mit Tastatur sehr, sehr schlecht spielbar. Kann ja noch nicht, ich weiß nicht mal, wie man schießt. Hallo Miri! Nee, also das ist ein sehr schlecht gemachter Asteroids-Klon, da hat man besseres. Nee, also sorry. Nächstes Spiel. So, Meter Mania von Abrasco, auch das Release-Datum unbekannt. Oh, und das funktioniert auch nicht, zumindest das funktioniert ja nicht. Dann gehen wir mal das zweite Fall durch. Moment. So. Nee, da geht gar nichts. Wahrscheinlich stelle ich mich auch wieder mal so an wie der letzte Mensch. Aber Moment, hier steht A. Das deutet darauf hin, dass es vielleicht auch irgendwie so ein mehrteiliges Spiel war. Vielleicht fehlt einfach dann halt etwas. Ja. Nee, ich glaube, Jiffy ist nicht schuld. Da fehlt einfach was. Kann man probieren ohne Jiffy? Moment, ich will mal gucken, aber der muss ja irgendwas geladen haben. Nee, da fehlt irgendwas. Das ist unvollständig. Aber wir können mal ohne Jiffy testen. Weil Jiffy kann wirklich manchmal die Wurzel des Übels sein. So. Aber jetzt muss ich den Befehl per Hand eintippen. Und das ist halt irgendwie so aufwendig, weil ich bin so faul. So. Nee, passiert auch nichts. Also es geht nicht. Ja, dann gehe ich wieder zurück auf Jiffy-DOS und mache meinen nächsten Titel. Also Meter Mania funktioniert einfach nicht. So, Mini-Kong von Anirog. Okay, das hört sich auch wieder nach dem x-ten Donkey Kong-Klon an. So. Ja, wenigstens mal ein Intro. Immerhin, das ist jetzt in letzter Zeit schon selten gewesen. Nein, brauchen wir nicht. Ich habe früher als Kind nie Instructions gelesen. Das hat mich immer irgendwie angeätzt. Also, wenn man ein Spiel nicht so verstanden hat, dann hat es sich getaugt. So, aber hier... Okay. Was war das denn? Ich bin durch den ganzen Bildschirm gesprungen. Ah nee, ich glaube, ich bin abgestürzt und dann sterbe ich. So, aber immerhin, also der Donkey Kong sieht bunt aus. Also wir hatten schon schlechtere Varianten. Wobei die originale Donkey Kong-Umsetzung für den Forza 20, die ist nicht so toll. Aber wie komme ich denn über die Grube? Ich bin unfähig, über die Grube zu springen. Muss ich links rüber? Nee, da sterbe ich direkt.
Nee, ich komme nicht rüber. Ja, also wenn man abstürzt, fliegt man in den Himmel. Ja, also es sieht eigentlich bunt aus, finde ich schon. Aber stimmt, das ist, genau, das ist der Fake Mario muss Fake Luigi retten. Ich komme nicht drüber. Oder ist es links ein Aufzug, wo ich vielleicht fahren kann? Ich probiere mal hier. Nee. Also irgendwie, dabei die Steuerung geht eigentlich, nur ich schaff's ja nicht drüber zu springen. Nee. Ja, also, sorry Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich da über die Grube komme. Vielleicht muss man noch spät abspringen. Ich probiere noch einmal aus. Vielleicht muss man doch... Na, warte mal, jetzt bin ich aus Versehen, ja. Ja, da ist ein Fahrstuhl, aber da komme ich auch nicht rüber. Aber man muss doch irgendwie... Man muss ja da auch hüpfen. Ja, jetzt bin ich, warte mal, auf den Stein erschlagen. Ja, aber der Aufzug, hallo Inso, der Aufzug, aber ich bin unfähig, hier auf den Aufzug zu küpfen. Ne, guck hier, da sterbe ich jetzt auch. Ja, ich probiere es nochmal vielleicht mit einem anderen Timing. Ah, warte mal, jetzt bin ich wieder gerade ausgerannt. Ich habe die Kurve verpasst. Oh, meine altersschwachen Hände, die reagieren irgendwie nicht mehr so richtig. So, warte mal. Und jetzt. Nee, warte mal. Der ist jetzt aber irgendwie falsch gesprungen. Ja. Also, ja, Miri, meinst du kannst es besser? Ja, ich kann's. Haha. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin geil. Super. Jo, also der Aufzug. Aber man muss doch trotzdem über den Graben da kommen irgendwie. So, aber das hat mich jetzt echt erfreut, dass ich da drüber kam, aber das ist höllenschwer. Ja, also, Leute, ich hab's jetzt immer noch nicht raus, also man muss über den Aufzug hoch und, ja, dann war ich so aufgeregt, dass ich dann halt direkt gestorben bin. Also die Steuerung ist halt echt nicht so toll. Naja, dann machen wir mal das nächste Spiel. Das war Minikong und jetzt kommt Minitron. Oh, auch von der gleichen Firma ein Spiel, was später kam. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich fand das jetzt technisch nicht so übel. Also. Und Tron liebe ich ja. Also, so Tron-Klone, da kann man mich mit. Was hat es mit Tron zu tun? Oder hatte ich jetzt irgendwie falsches Kopfkino? Was ist das denn für ein hässlicher Spacken, der da rumrennt? Und vor allem nicht schießen. Der schießt automatisch. Man muss hier die... ja, also irgendwie, man schießt automatisch und, warte mal, ich kann die Brille ausziehen. Ja, dann habe ich Anti-Aliasing, das ist cool. Ey, das kann man ohne Brille spielen. Ey, dann sieht's echt fotorealistisch aus. Wow, ich bin begeistert. So. Nee. Ja. Gut, also für die Pilze, die Miri jetzt hier gerade bewirbt, mache ich jetzt keine Werbung. Falscher Kanal. Wir machen jetzt ein anderes Spiel. So, Mission Mercury. Das hört sich doch super an. Von Virgin. Von der Jungfrau, die im Weltall war. Thank you.
Tatsächlich ist das Virgin Entertainment von 83. So, und das sieht doch mal jetzt... Was muss man machen hier? Also landen. Was? Also jetzt muss ich wieder... Genau. Ach, man muss die Männchen retten. Man muss evakuieren, man muss hier auf die Landepads fliegen. So. Und dann rettet man die. Und dann muss man wieder hoch. Und die zu dem Mutterschiff bringen. Das finde ich... Ach, jetzt habe ich irgendwas getroffen. Aber das finde ich ja ein cooles Spielprinzip. Das ist ja wirklich mal... Auch Quelle... jetzt bin ich falsch gelandet. Hatten wir das letzte Woche schon? Also ich habe das gleich wieder schon vergessen. Nee, das hat... Wir hatten so ein ähnliches Spiel, aber das war ganz anders. Also auch mit so einer komischen so einem Zylinder. Aber ich muss sagen, dass hier die Grafik, schaut euch mal das Mutterschiff an. Das ist ja, das hat ja sogar Fensterchen eingezeichnet und verschiedene Farben. Also ich finde das echt gut gemacht. Mann, man muss direkt in das Loch reinfliegen. Tja. So, aber das ist jetzt zumindest mal... Qualitativ echt ein gutes Spiel. Das ist echt gut gemacht. Und man ist besser dran, wenn man in die rechten Pots, also Landeplätze, landet. Pads, nicht Pots. Auf den rechten Pads landet. Boah. Ja, aber es ist echt nicht einfach, weil reden und lenken und dann auch noch die ganzen Sachen verarbeiten. Vor allem schaut mal, was da alles los ist auf dem Bildschirm. Boah. So, jetzt lauf, lauf, lauf. Also ich finde das grafisch und... Das ist ja echt höllisch, höllenschwer. Lustigerweise beim ersten Mal habe ich es direkt geschafft. Also man kann den... Die Landefähre kann man halt nur... Warte mal, links und rechts steuern. Naja, man kann nur links und rechts steuern. Okay, weil die... Ja, ja, Miri, also werde eins mit dem Loch. Das kennen wir ja. Meine Spezialität, aber die klappt leider auch nicht immer. Und jetzt, oh, die Landefähre war weg. Also man muss wirklich dann das Raumschiff starten, wenn das Mutterschiff irgendwo da in der Nähe ist. So. Ach, und ein Pixel daneben. So, aber das Spiel hätte mir damals Spaß gemacht. Also das finde ich echt ganz lustig. Vor allem, da muss man halt auch ein bisschen mit Strategie rangehen, wo landet man. Und dann muss man halt wirklich dann abpassen, das Raumschiff oben, dass man jetzt halt richtig launcht. Wenn das, dass man das Raumschiff abpasst. So, jetzt warte mal. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Ach, Mann. Also das ist echt bockschwer. Das sind viel zu viele Dinger. Wohlgemerkt, es sind für mich Dinger, weil ich kann nicht identifizieren, was das sein soll. So, warte. 3, 2, 1 und Start! Ja, also das ist ansprechend, aber es ist hackeschwer. Weil du musst da wirklich das richtig abpassen. Und... Warte mal, ich versuche es jetzt nochmal. Und dann dürfen da auch keine... Nein! Oh, wieso fliege ich denn darauf zu? Aber ich mache den Fehler. Also das ist... es ist fair. Es ist wirklich fair, aber ich mache den Fehler. Ich bin einfach zu aufgeregt, da durchzufliegen. Naja, gut. Schönes Spiel. Von Virgin, ja. Aus denen ist ja wirklich was geworden. So, jetzt Mr. Kubo von Papersoft. Ah.
8 Kilobyte. Stand es vielleicht vorhin auch bei dem einen Spiel, was nicht ging? Da muss ich mal gerade schauen. Moment. Was war das denn? Metamania? Nee, da stand nichts dabei. So, Mr. Kubo braucht 8 Kilobyte. So, dann laden wir mal die 8 Kilobyte Speicherweiterung und haben jetzt eine Monstermaschine vom Rechner mit der dreifachen Speichermenge. So, jetzt sind wir mal gespannt. Hallo Corbett, schönen guten Abend. So. Tja. Houston, wir haben ein Problem. Wie startet man das Spiel? Nee, es hat einfach eine Weile gebraucht. So, anderes Problem. Es ist auf Italienisch. Und noch ein Problem. Ich komme nicht rein. Ja, und jetzt habe ich es abgebrochen. Schauen wir uns mal gerade an. Ist das ja ein Basic-Spiel. Deswegen braucht es auch so viel Speicher. Weil der hat halt alles, ja, die brauchten damals viel Speicher, aber ich weiß jetzt nicht, wie geht es jetzt weiter? Premi I Pulsante. Tja, Punti, Livello, nee, Exito, keine Ahnung. Nächstes Spiel, also ich mache jetzt wieder die Speicherwartung aus. Mache ein Reset, weil, wie gesagt, mit Speicherwartung werden die normalen Standardspiele nicht geladen. Jetzt kommt Monkey Kong von System 4. Oh je, das. Ich habe also von diesen späten Titeln von 93 immer irgendwie eine schlechte Erfahrung. Also, das kann wahrscheinlich nur schief gehen. Ah. Ui. Warte mal, ich habe hier gerade irgendwie einen Stromausfall. Warte mal, mir hat es irgendwie jetzt was gefetzt. Könnt ihr mich noch hören? Da war gerade der Strom weg. Irgendwie ein Relais hat gerade geklackt. So, Sekunde, mein Bild ist wieder da. Ja, warte mal, Sekunde, mein Monitor muss doch gerade booten. Was ist denn da passiert? Irgendwie so ein Klack-Klack. So, könnt ihr was sehen? Nee, warte mal, der Elgato ist eingefroren. Ich muss gerade den kurz resetten. Also da hat irgendwas bei mir geklackt und mal den Strom von einem Teil meiner Geräte deaktiviert. Das hatte ich noch nie. So, jetzt ist aber, ja, jetzt ist live. Okay, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Alles okay? Super. Dann machen wir weiter. Jetzt Donkey Kong. Oh, das ist aber eher ein Ruckelkong. Aber ich bin mal gespannt, ob ich springen kann. Ja, ich kann springen oder auch nicht. So. Aber schaut euch mal diesen Bizeps an. Nee, nicht Bizeps. Doch, Bizeps. Oder die Muskeln an. Das Sixpack von dem Affen. Also der Affe, der sieht echt kräftig aus. Oh. Ja, aber das ist halt auch eine der 57.000. Umsetzung. Stimmt, die Brust hängt ziemlich im Bauch irgendwie da so runter. Sollte da nicht der Bauchnabel sein? Ich weiß es nicht. Ja, also gut, das waren die ersten Gehversuche. Scheinbar, ja, also das ist auch eine ziemlich schlechte Umsetzung. Gefällt mir gar nicht. Und ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, was die Leute an diesem Spiel so gefunden haben, weil ich fand es nicht gut, also das Donkey Kong. Es hat mir auch nie Spaß gemacht damals. Ich fand das halt immer sehr mittelmäßig.
So, jetzt wird nachgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Moon Patrol. So. Ah, das kennen wir doch schon. Ja, das war mal das Spiel, wo ich auch nicht gerafft habe, dass man das Spiel irgendwie mit Joystick hochstartet. Ja, das hatten wir schon. So, ja, das werde ich jetzt nicht weiterspielen, weil das hatten wir schon. Ja, Moon Patrol, das war eigentlich ganz okay, das Spiel. So, Moon Shuttle. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, da kommt man wieder die gleichen Titel. So, Fall Not Found. Hatten wir das nicht? Warte mal, nee, jetzt haben wir andere Fehler. Englisch, Englisch. So. Manchmal kann es auch sein, dass die Spiele halt NTSC benötigen und dann nicht starten. Also das war damals auch, ja, also da ist irgendwas auch nicht komplett. Nee, also Moon Shuttle geht auch nicht. Dann kommen wir jetzt zu MSTI Attack. Ich muss, glaube ich, ein Reset machen. So. MSTI Attack. Gab es eigentlich mal früher Arcade-Automaten, wo dann die Spielregeln am Anfang dargestellt worden sind? Erinnere ich mich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall fand ich das ziemlich unarcadig, so Spielregeln. Und das ist halt auch, ja. Ah, das sind, also, nee, sorry. Ich glaube, hätte ich früher diese Spiele bekommen, ich hätte die Kassetten sofort wieder gelöscht. Also das ist eine Qualität. Ich weiß nicht, wo Tosek diese Sachen her hat. So, Mystery Island von Mr. Micro. War das jetzt auch mit... Oh, mit 16 Kilobyte Speichererweiterung. Da sind wir jetzt mal gespannt. 16 Kilobyte Spiele hatten wir bis jetzt selten. So. Jo, jetzt haben wir direkt 20 Kilobyte. Also wenn es so weitergeht, dann haben wir bald einen C64. So, jetzt kommen wir zu Vic Venture. Oder Vic. Ich will es jetzt nicht aussprechen. Sonst werde ich hier noch gebannt. So, der lädt und lädt und lädt. So, bin ich mal gespannt. Von 82. Was? Part Adventure? No. Warte mal, aber habt ihr Musik oder hat das Spiel keine Musik vielleicht? Das kann auch sein. Ich muss mal gerade gucken. Ich muss mal gerade hier was umstellen. Ich glaube, es hat... Doch, hat Musik. Ja, jetzt habe ich die... Ja, okay. Jetzt habt ihr auch wieder Musik, aber ihr habt vorhin, glaube ich, nicht viel verpasst. Wo sind denn da die 20 Kilobyte hin? Ja, das ist... Okay, der Screen ist wenigstens schön. Jetzt müsstest du wieder Musik hören. Ja, jetzt geht's wieder. Nee, ich hatte ja vorhin irgendwie, ist mir was abgestürzt und da ist die Elgato gecrasht und ich musste die neu starten. Was da passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat's da irgendwas quasi, ja, gab's einen Wackelkontakt bei mir. So, also nicht bei mir, sondern beim Equipment. Also ich habe manchmal auch Wackelkontakte, aber gut. Jetzt kommen wir zu Nibblers 2. Also Nibblers sagt mir was. Brauche keine Speichererweiterung. Weil wo sind die schönen Assembler-Spiele hin? So, das ist doch mal ein tolles Intro. So, aber ich höre keinen Ton. Ich glaube, es gab auch noch keinen Ton. So, jetzt habe ich Ton. So. Ui.
Also ich mache noch nichts, ich gucke nur zu. Ist ja schön zuzuschauen, aber ich will selber spielen. Was? Ich drücke gerade F2 und dann kommt hier ein Raumschiff. Warte mal. Jetzt habe ich irgendwie eine Taste gedrückt und jetzt wackelt alles. Das ist auf Holländisch. So, aber ich weiß jetzt nicht, was muss man denn da machen? Also ich kann hier mit F2... Hier seht ihr ein Raumschiff steuern oben rechts in der Ecke, aber... Vielleicht... Gibt es auch noch was anderes, wo man die rechte, den linken Quadrant abdecken kann. Nee. Ah, nee, F1 geht jetzt auch. Ja, das schon, aber ich kann hier nur auf der rechten Seite. Guck hier. Hast du gesehen? Ich kann auf der rechten Seite, kann ich die... Da geht das, aber ich muss die F2-Taste drücken. Und das ist halt momentan mit meiner Tastatur extrem schwer, weil ich ja noch die Fn-Taste drücken muss und die ist ja doppelt belegt. So, und der ist durch... Ja, also... Es ist schade, weil das Spiel ist vom Prinzip her ganz okay, aber... Wie kann man den linken Quadrant erreichen? Nee. Also, wie gesagt, hier rechts seht ihr, da fliegt das Ding runter und ich kann es abschießen. Das geht. Aber ich komme halt nicht auf die linke Seite. Und die F2-Taste drücken, was ist das für eine kranke Steuerung? Das ist echt komisch. Achso, warte mal. Shift F2. Oh je, da wird's jetzt. Nee. Aber ich glaube, damals auf dem VC20, der hätte das nicht genutzt. Warte mal, Shift F1. Nee, ich komme nur. Ich komme nicht auf die linke Seite. So, und wenn man Escape drückt, dann bricht man das Programm ab. Vielleicht kann man ja mal... Ach, hier kann man das Listing mal, mal anschauen. Ja. Ist gar nicht mal so lang. So, warte mal, hier steht doch was drin mit der Steuerung. Warte mal, was steht hier? Okay, AM1, okay. Wenn das Ganze jetzt im Weiß laufen würde, vielleicht könnte man das irgendwie dann rüber kopieren, das Listing, und mal suchen halt nach der Stelle, wo die Tastaturabfrage ist. Ich will noch mal gerade reingucken. Stand am Anfang vielleicht eine Anleitung? Nee, stand nicht drin. Nee, also könnte man vielleicht mal dann, ja, mal rausfinden, aber ja, trotzdem, ich fand das Spiel, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich die Steuerung rausbekommen hätte. Jetzt kommen wir zu Olympiad. Oh, von der Computer mit 8 Kilobyte Speichererweiterung. So, dann machen wir das mal dazu. Ein Reset. So. Ach, Moment. Dummerweise hat die halt wirklich alles zum Abtippen bereitgestellt. Und das ist halt auch qualitativ meistens nicht so toll. Aber ich lasse mich gerne mal auch bekehren. Vielleicht gab es auch mal später wirklich gute Spiele. So, loading character set into memory. Tja. Manchmal frage ich mich, wenn man jetzt einen Akustikkoppler hier am VC20 anschließt, ob der schneller laden würde als jetzt von Diskette auf im Speicher. So, okay. Interessant. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, aber wie steuert man jetzt?
Moment. Space schießt man. So, da muss ich mich jetzt nur noch bewegen können. Das ist das Schöne beim C64, dass da eigentlich fast alle Spiele mit dem Joystick gesteuert werden. Und dass das halt... So, oh Mann, ich bin ein bisschen krank. Ich habe gerade die Maus angefasst, weil ich wollte einfach mal probieren, ob man das mit Maus steuert, aber falsche Zeit. So. Ja, also man musste halt, wenn man jetzt ein nicht 8 Kilobyte Speicher, ein Spiel mit 8 Kilobyte Speicherwartung spielen wollte, musste man die Speicherwartung wieder rausstecken. Weil das ging sonst nicht mit. Also man musste halt immer exakt die Konfiguration haben, die man für das Spiel braucht. Corbett, warte mal, soweit ich weiß, ja. Ja, ja, genau. Ja, also das ist halt wirklich, das war damals halt echt schlimm. Und was mich jetzt echt wurmt, das Spiel sieht cool aus hier eigentlich, aber ich krieg's auch nicht gesteuert. Also heute ist der Tag der coolen Spiele, die ich nicht gesteuert bekomme. Ja, sorry, also ich habe alle Tasten gedrückt. Vielleicht muss man wirklich irgendwie eine Kombination drücken, ich weiß es nicht. Aber da war es halt gut, wenn man mal das Original, gut, was ist das Original? Das ist halt aus einer Zeitschrift gewesen. Wenn man da die Anleitung hätte zu der Zeitschrift. Aber ich glaube, es gibt auch Archive, wo die Computer mit irgendwo im Internet verfügbar ist teilweise. Ja, ja, also das Speicherkonzept von VC20, das war also absolute Katastrophe. Das war nicht schön. Und jetzt zeige ich euch mal gerade, ich habe jetzt ein Spiel, das braucht keine Speicherweiterung. Ich werde jetzt mal versuchen, das zu starten. Also zu laden. Und dann sieht man mal, was passiert. Nämlich gar nichts. Also es geht kaputt. So, und ich muss jetzt die Speicherweiterung bzw. Reset machen. Ah, guck hier. Undefined Statement Error. So. Und jetzt mache ich ein Reset. Und jetzt ist die Speicherweiterung aus. Jetzt lade ich das Spiel wieder. Und jetzt wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Siehst du? Also das ist total dämlich, weil das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen, dass man halt jedes Mal die Speicherweiterung rausziehen muss. So, und der lädt nach. So, hier gab es jetzt eine Anleitung und es gibt Press Fire. Warte mal. Warte mal, kann es sein, dass jetzt durch vorhin diesen Crash, dass mein Joystick vielleicht gar nicht mehr funktioniert? Sekunde. So, ich habe den nochmal angeschlossen. Vielleicht war der weg, der Joystick. Nee. Space geht. Warte mal, ich habe eine Vermutung irgendwie, dass mein Competition Pro ein Problem hat vielleicht, weil vorhin mit dieser Fluktuation, das könnte auch erklären, dass hier irgendwie bei mir gar nicht so richtig funktioniert. So, ich muss mal gerade hier kurz schauen. Ich kann ja jetzt hier mal prüfen, Buttons Remap for Game oder Define VC20 Buttons. Right, Left, Down, Up. Feuer. Ja. Geht. Also mein Joystick geht. Gut. Es war jetzt einfach nur meine Vermutung, weil... Ja. Weil, genau. Weil Feuer geht nicht. Ja, ich weiß halt nicht, was der als Feuer interpretiert hat. Also mein Joystick geht. So. Ach, Q. Ja gut. Q ist quit. Sag mal Space. So. Hier ist das gleiche Problem, dass man sich wahrscheinlich irgendwie wieder fortbewegen muss. Ach je. Was für ein Schmarrn. Nee, dann nächstes Spiel. Ich möchte die so schnell wie möglich durchhaben hier, diese blöden Diskettenspiele mit, weil da ist halt wirklich viel Müll dabei. Auch viele unbekannte Firmen, die man heute auch gar nicht mehr kennt. So, Othello. War das nicht auch irgendwie ein Brettspiel oder Kartenspiel?
What? Irgendwie Schwierigkeitsgrad? Ja, okay, ist Brettspiel, gut. Das sind aber wirklich halt alle möglichen Sprachen. Ja gut, Niederländisch. So, jetzt kommen wir zu Pen Attack von Cascade. So. Ja, ich muss zugeben, ich kenne Reversi nicht. Also ich hatte das mal früher, glaube ich, mal gespielt, aber die Spiele reizen mich jetzt auch quasi nicht mehr, die aus der Versenkung rauszuholen. So, please wait, weil, genau, der macht jetzt irgendwas. So, Pen Attack. So, was ist das denn jetzt? Okay, der Joystick geht wieder, das ist gut. Sound geht auch, aber das sieht ja aus wie ein Spiel, wo selbst VCS-Leute lachen würden. Nee, das sieht halt auch aus wie der erste Programmierversuch von irgendjemand, der das dann halt dann in irgendwo reingestellt hat. Ich meine, ich hoffe, ich beleidige jetzt hier nicht irgendwie einen Programmierer, der später vielleicht jetzt irgendwas ganz Großes entwickelt hat, aber ja, nee, das ist also... Also, ja, jetzt Paratroopers. Paratroopers sagt man doch aber was, aber auch wieder auf Niederländisch. So, Paratroopers bei Nick Dutzig. Broken by... Ist das irgendwie gecrackt? Machen wir mal langsam. So, drei Helikopter. So. Okay. Jetzt hat man eine grafisch ja, nicht gerade aufwendige so ein Turret oder was ist das? Ah, okay, warte mal. Der musste doch rechnen. Ach, ja. Okay. Ach, und ich muss die falschen Springer töten. Ah, das ist lustig. Ja, das sieht echt mal gut aus. Vor allem, der Turret ist sehr flüssig steuerbar. Und das ist gut. Man muss einfach alles töten, was da rumfliegt. Und das liegt mir halt besonders, weil... Ich achte meistens nicht so sehr darauf, was ich abschieße, wie man gestern im Videostammtisch gemerkt hat. Ja, aber das ist... Schaut doch mal jetzt hier die Geschosse. Wobei, die ziehen sich ein bisschen mit. Warte mal, da gibt es irgendwie einen Physikfehler. Weil schaut mal hier, ich kann... Wenn ich jetzt gerade ausschieße, kann ich den Schuss hochziehen. Da ist irgendwas... in der Physik ein bisschen kaputt. Weil die abgeschossenen Projektile, die ändern den Kurs. Aber das hätte ich wahrscheinlich als Kind nicht gemerkt, aber man kann halt damit dann auch so... die sind... Ich glaube, die sind inaktiv. Also man kann nicht mehr die nutzen, um das irgendwo in andere Hubschrauber zu ziehen. Das geht nicht. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Und warte mal, ich schalte mal Dauerfeuer ein. Haha, jetzt habe ich echt so eine... Flakkanone. So. Und schaut mal die Explosionen, die sehen echt schön aus. Also die sehen... Vor allem die sind auch sauber gepixelt und man kann sogar erkennen, dass das Hubschrauber sind. Und sogar die Pixel, die rausspringen, das sind also ja kleine so Fallschirmspringer. Wobei das Spiel wäre damals wahrscheinlich initiiert gewesen.
So, und ich weiß jetzt auch nicht, wann es vorbei ist oder wie jetzt der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Ja, es ist enorm flüssig, finde ich, gell? Also das ist jetzt, es ist gut spielbar. Aber was passiert denn jetzt? Also ich muss zugeben, der Schwierigkeitsgrad müsste ein bisschen ansteigen. Ich schieße jetzt mal nicht. Warte mal. So, jetzt lande. Ich werde jetzt mal verschonen. Und schaut mal, die springen aus dem Hubschrauber raus und öffnen erst danach den Fallschirm. Also die machen das nicht sofort. Und es ist echt ein Detail. Das hätte ich beim Programmieren wahrscheinlich gar nicht bedacht damals. So, und jetzt haben sie mich überrannt. Genau. Nur, ich fand es jetzt ein bisschen leicht, aber ich glaube, ich hatte auch Schwierigkeitsgrad leicht eingestellt. Aber, gibt es jetzt eine Highscore oder irgendwas? Nö. Ja, also irgendwie erscheint es aber auch ein bisschen unfertig. So, jetzt wieder Computer mit. Pests mit 8 Kilobyte Speicher. Das hört sich da wieder an, in Basic geschrieben. Weil ich glaube nicht, dass die damals auch viele Assembler-Listings bekommen haben. Und wenn man natürlich in Basic programmiert, dann ist der Speicher schnell alle. Das ist also, da geht mit 4 Kilobyte nicht viel. So, jetzt werden die Charaktere erstellt aus Textzeichen. So, oi. So, man ist ein Ball und man muss, die Pflanzen kann ich nicht essen. Und da gibt es hier so Kreuzchen. Warte mal, die kann ich schlagen. Ach, das ist, glaube ich, irgendwie Unkraut. Und das muss ich jäten. Und das wird immer größer. Kann ich die Blumen pflücken? Nee, kann ich doch. Nee, kann ich. Okay, heute würde ich sowas nicht mehr spielen, weil ich hasse Unkrautjäten. Ja, aber das sind so Spiele, da fehlt mir halt irgendwie doch etwas die Langzeitmotivation. Du hast nicht erkannt, dass es Blumen sind? Also mit Brille sind es Blumen, ohne Brille auch. Ja doch, ne, also das erkennt man schon. Ich meine, Miri, hättest du jetzt eine Brille, würde ich sagen, zieh deine Brille mal auf. Also ich finde das echt schöne, gepixelte Blumen. So, ja, gut, also das Spiel hat für mich irgendwie wenig Motivation, weil ja, Pitfall von 93, aber ich glaube, das ist nicht das Pitfall, was wir kennen. Weil das ist wieder dieses System 4 und die waren eigentlich jetzt nur bekannt für Schrottspiele, also so. Warte mal. Joystick required. So, warte mal, was macht der jetzt? Also der... Ach nee, das ist... Ist es das originale Pitfall?
Hallo Michael. Ja, warte mal, ich laufe da mal rein. Ist es das Originale? Oh, ist abgestürzt. Ich habe Dauerfeuer an. Nee, so, jetzt geht's wieder. Aber schaut euch mal diese schlechte Sprite-Animation an. Also das ist Katastrophe. Ja gut, wenn ich auf den Skorpion renne, das ist Doofheit. Und Katastrophe und Doofheit ist eine gefährliche Kombination. Ich komme nicht, also heute im Springen klappt es überhaupt nicht. Ja. Nee, es ist, mies. Ja, aber, ich bin auch kein Jump-Run-Fan. Und, wir hatten vorhin schon mal Spiele von diesem System vor und die haben irgendwie in den Mitte der 90er irgendwie VC20-Spiele rausgebracht. Ich weiß auch nicht warum. Aber dann teilweise auch wirklich sehr schlecht. Also, die hatten keine gute Qualität. So, jetzt kommen wir zu KTEL. J für Joystick. Ja, aber Miri, die Steuerung, die war echt Katastrophe. Also. So. Jetzt haben wir eine schöne Musik. Was bin ich? Aber schaut mal, der Screen ist total riesig. Und das Piepsen übrigens, das ist im Spiel drin. Das ist nicht meine Datasette. So, aber ich bin jetzt hier das Raumschiff. Und ich kann... Ach! Was? Warte mal, man kann hier so ganz rein abräumen. Ich krieg irgendwie keine Punkte. Wahrscheinlich mache ich auch alles falsch. Nee, jetzt krieg ich... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas mit der Grafik nicht okay ist, dass der halt irgendwie den Overscan, also diesen erweiterten Bildschirmbereich, nutzt, um irgendwelche Raumschiffe zu generieren. Irgendwie. Ist das nicht, ja, also das sieht... Ich meine, schaut mal, wie viele Raumschiffe da dargestellt werden. Ja, und das Piepsen, also... Naja, okay. Das war Plague. So, dann kommen wir zu Power Blaster. Power Blaster. Also die Namen hören sich mal toll an. Also da erwartet man immer total viel. So, ADSF1, oder kann ich Joystick nutzen? Ja, or use Joystick. So, please wait. So, slowest. Oh je, oh je. Oh je. Was denken sich die Leute? Warum denn die 57.000. Pac-Man-Variante, die auch noch zudem bescheiden spielbar ist? Also das ist nicht spielbar, Leute. Das ist... Oh Gott. Nee, also ich kann nicht steuern irgendwie so richtig, weil wenn ich in eine Richtung lenke, also man muss irgendwie schießen. Ah nee, man muss in die Richtung drehen und dann lenkt der, aber... Ach, er bleibt bei den Pillen stehen. Man muss die Pillen wegschießen.
Sonst kommt man nicht weiter. Sonst kann man da nicht gehen. Ja, aber die Steuerung ist... Oh, nee. Also, das ist echt ein Graus. Kommen wir jetzt zu Quadrant von Romic. Sagt mir auch nichts. Wobei, das hat man das nicht schon mal. Press Shift. Press Shift. Also an Shift kann ich mich nicht erinnern, dass man das mal zum Weiterdrücken musste. So, das sieht mir jetzt aus wie NTSC. Ah, nee. Wow. Wow. Schaut mal, da sind so kleine Kästchen. Das sieht ganz gut aus, aber ich... Achso, man muss springen. Man muss hüpfen unten. Ja, also der Ordner, also das meiste sind halt irgendwelche Adaptionen, schlecht gemachte Adaptionen, aber das hier, das... Ja, man muss hüpfen. Hüpfen und schießen. Das sieht ja echt gut aus. Und das genau, so Spiele sind dann der Grund, warum ich jetzt auch nicht sagen möchte, ich überspringe den Ordner. Man muss jetzt hier unten rennen, schießen und hüpfen. Und ich kann auch links rennen, nach rechts rennen und hopp. Und hopp. Und jetzt bin ich jetzt reingeflogen. Und schaut mal jetzt auch da die Sprites oben. Ah, jetzt gucke ich auf die Sprites und falle ins Loch. Also irgendwie, die Löcher kommen immer zu mir. So, aber seht, ich kann nur hüpfen, aber wenn ich hüpfe, dann vergesse ich zu schießen. Das ist nicht einfach. Ah. Ja, es hat was für Moon Patrol, Inso, das stimmt. Ja, manch einer wäre neidisch auf die vielen Löcher. Ja, also ich finde es auch von der Grafik her eigentlich ganz gut. Also das Scrolling ist bis auf manche bisschen so Zuckler eigentlich ganz gut. Aber die Zuckler weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht kommt. Man muss es vielleicht im NTSC spielen. Das kann sein. Aber das ist also doch für 4 Kilobyte ist das ein ordentliches Spiel. Also das muss man sagen. Das war Quadrant. Oh, mein Gott. So, jetzt kommen wir zu Rabbit Chase von Abi. Ja, nee, ich werde heute nicht eins mit dem Loch. So. Okay, immerhin ein aufwendiges Intro, also für C64-Verhältnisse. Das war ja schon ein richtiges Intro in der damaligen Zeit. So, aber kann man nicht mit Joystick spielen? A, J, K, Z. A, J. Oh. Das ist wieder diese Steuerung, wo man halt die linke Hand muss man auf A und Y und die rechte auf K und... Nee, warte mal. A, Y, K, J. Okay, und dann Hit any Key. Oh, stand da eine Fehlermeldung gerade? Nee. Oder lädt jetzt wieder das... Überspringen. Komm, mach doch mal.
File not found. Ah, toll. Moment, ja, also da ist was kaputt bei Torsec wieder. Also leider habe ich immer festgestellt, es ist verdammt viel kaputt in den Torsec-Archiven. Da müsste eigentlich mal jemand aufräumen. So, dann machen wir jetzt hier das nächste Spiel. Realms of Quest 1 von 92 auf System 4. Ach je. Das waren die, die ja alles verkorkst haben bis jetzt. Tja. So, start a new quest. Oh, ein Rollenspiel. Ja, behalten wir. Also das, ich muss zugeben, ich hatte noch nie ein Rollenspiel auf dem VC20 gesehen. So. Nee, Moment. Ich habe jetzt Shift gedrückt und I und plötzlich hatte ich ein Schwänzchen. Guck hier. Nee, ach, ich kann Ingo. Der hat nur Großschrift. Wow, mit einem eigenen Font. Der zwar auch unlesbar ist, aber immerhin, das war... Okay, ich muss zugeben, ich habe Probleme mit dem Font, das zu lesen. Das fällt mir schwer, aber kann man mit... Wie kann man gehen? Das war falsch. Das war falsch. Tja. Das ist schade, weil das sieht ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, wie ich gehe. Ich würde mal vorschlagen, jetzt, es ist auch schon wieder ein bisschen spät, ich muss gleich Schluss machen. Probieren wir nochmal gerade den dritten Teil hier aus. Von 2003 und der ist von 2009. Dann machen wir doch mal den dritten Teil mit 32 Kilobyte Speicher. Wow, also das ist ja jetzt wohl, jetzt lassen wir doch mal hier die Fetzen fliegen. Wie komme ich auf 32 Kilobyte? Ich muss, glaube ich, alles einschalten. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt reicht. Weil die Speicherbank 3, die kann ich, glaube ich, nicht nutzen hier für die... Moment, gehen wir mal auf... Probieren wir mal aus, weil das wäre jetzt echt mal spannend. Also ein 32 Kilobyte Spiel. Das hat dann, der hat jetzt fast so viel Speicher wie der C64. Das wäre echt phänomenal. Was erwartet uns jetzt? Vielleicht irgendwie 3D-Grafik? Mit Texture-Mapping? Ja, ich weiß es nicht. So, aber es kann natürlich ein bisschen dauern, ja, weil so 32 Kilobyte ist ja auch eine große Speichermenge und das muss ja halt irgendwie in den Hauptspeicher kommen. Und, ja. Aber die damaligen Diskettenlaufwerke waren echt, also langsam wie... Ah, warte mal, der Maniac zeigt gerade was hier, Realms of Quest 5. Ich guck mal gerade. Ich kann ja mal gerade kurz hier meinen Browser zeigen. Moment. Moment, ach, jetzt hat der... Gucken wir mal hier neben das Realms of Quest 5. Das ist doch ein... Tatsächlich, das gibt es auch für den VC20 scheinbar. Ja, gucken wir erstmal jetzt hier das... was heißt B? Das ist hier auf dem Bootcamp. Ich nutze das System nicht.
So, warte mal, dann schalte ich jetzt mal wieder um, dann starten wir mal das Spiel. F1, also sieht ja echt fesch aus. Naja. Was ist das jetzt genau? Warte mal, kann man mit... Ach, ich kann mit dem Joystick steuern. So, ich kann mir jetzt einen Charakter erstellen. Okay, Inso, du hast mich verraten. Ich sammle Punkte, genau damit ich meinen Game Pass finanzieren kann. Aber ich habe hier das System nicht konfiguriert. Das ist ja jetzt hier eine SSD, die ich nutze für Bootcamp, weil ich Probleme habe mit OBS unter Mac. Und ich lasse das halt unter Bootcamp laufen und das ist ein, da ist nichts drauf, nur OBS. So, was wollen wir denn für einen Charakter machen? Eine Elfe. So. Ein Fighter, Wizard. Machen wir mal eine Zauberin. So. Ingo. Nee, ich bin eine Frau. Dann machen wir mal Inga. So. So, jetzt habe ich das View Character. Edit Name, Inventory. Warte mal. Wieso kann ich jetzt, oder was mache ich denn jetzt? So, ich kann jetzt irgendwie den Charakter positionieren, aber was passiert denn dann? Wenn ich jetzt Quit Main mache, dann... Ach so, danke. Ach nee, ich muss 5 Charakter kreieren. Ah, tatsächlich. Ja. Machen wir F1 Keep. Machen wir Mail. Human. Fighter. So, dann ändern wir den Namen. Ich mach mal Michael. So, dann machen wir noch einen weiteren Charakter. Nummer 3. F1. Dann machen wir Female. Ein Zwerg. Machen wir einen Priesterzwerg. Und das machen wir dann Miri. Also die Miri ist ein Priesterzwerg. So, da haben wir jetzt noch... So, Mehl, Gnom, Necromancer, oh, das hört sich gut an. Dann machen wir mal den Inso hier, der... So, wer möchte noch ein Charakter werden? Ich brauche noch 2 Charakter. So. Es gibt auch große Zwerge. Okay, Mira ist jetzt sauer, dass ich einen Zwerg gemacht habe. Wenn du magst, ich kann ja dann noch, ich mache dann noch vielleicht einen Ogre, dann wird das Miri 2. Ein Ogermönch. So. Genau, Miri 2. Warte, geht das überhaupt? Nee, Miri, dann machen wir mal Miro. So. Dann noch einen letzten Charakter. Nummer 6. So, brauchen wir noch eine Female. So, genau, Ogre. Ach, ein Sprite. Dann machen wir mal ein Sprite. Ein Dieb. Und wie nennen wir das denn? Ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen. Wen haben wir denn jetzt noch alles? Fiona. Komm, dann machen wir. So. Nee, wir machen jetzt 4, da bist du 3 Charakter. Da bist du jetzt auch noch der Dieb, der Sprite-Dieb. So, und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Ich habe Angst, wenn ich jetzt sag... Nee, wenn ich jetzt, warte mal. Was ist denn Rest In? Ja, du bist jetzt hier dreifach vorhanden, Miri.
So, Safe Game. Oh, ich hoffe, das geht jetzt nicht in die Hosen. Nein, nein, nein. Ja, ist, so, und jetzt. Quit Main. Nein, 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 nein. Oder Rest In. Pay 5 GP to rest for the night. Yes. So, meine Heldentruppe ist jetzt da drin, aber ich komme hier nicht raus. Muss ich hier gehen vielleicht? Nee. Mensch, Michael und Miri, macht doch was. Bewegt euch doch mal. Ja, ich werde quitt. Moment. Ja, nee, aber ich habe clevererweise gespeichert. Auf Platz 1. Also er hat nicht gespeichert. Ja, okay, gut. Also ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Charaktere neu zu erstellen. Also wenn du magst, Michael, können wir ja vielleicht beim nächsten Mal das nochmal anspielen. Und dann, warum rollst du? Also du Futterkoma. das wäre vielleicht eine Idee zur Gala, weil nächste Woche gibt es keinen Treasure Hunt, weil ich in Urlaub bin. Und ich muss meinen Rechner zur Reparatur geben, weil mein Akku, der bläht sich auf und ich brauche einen neuen Akku. Und mit welchen Special Guests? Ne, wir könnten ja dann versuchen, mal hier das Rollenspiel mal ein bisschen länger zu spielen. Und weil ich finde, das sieht schon gut aus. Also man kann ja da richtig Charaktere erzeugen. Und sowas war mir damals komplett fremd. Also das kannte ich nicht. Und ja, dann probieren wir das mal nächste, also in 2 Wochen. Das wäre auch noch eine Idee. Wäre ich dabei? Entweder ein Special zu Treasure Hunt oder wir machen ja vielleicht mal irgendwie was zusammen, Michael. Also, dass wir das kombinieren: den Schrott und mein Treasure. Und dann gibt es halt vielleicht irgendwas Neutrales. Wobei, ich muss zugeben, ich habe wahrscheinlich mehr Schrott als du. Aber vielleicht können wir ja auch mal da zusammen was machen, weil wir haben ja 2 Slots. Also, du bist um 17 Uhr, ich um 18 Uhr. Vielleicht kriegen wir das auch zusammen hin, dass wir das dann mal zusammen dann da mal zocken irgendwie. Ja, nee, ich meinte jetzt, dass wir unser Slot zusammenlegen. Aber lass uns dann noch mal vielleicht in Ruhe kurz mal reden, ob da vielleicht noch eine Möglichkeit besteht, da ein Special zu machen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das jetzt geht. Ja, auf jeden Fall schöne Musik, das hat man auch selten. Was heißt schöne Musik? Also ich finde es jetzt auch nicht besonders, aber das hat man selten. Und ja, also ich finde es echt erstaunlich, dass so Spiele überhaupt noch umgesetzt worden sind. Vielleicht gibt es ja auch, wir müssen mal gucken, was ist denn der neueste Teil? Ich glaube, der Realms of Quest 5. Vielleicht kann man den ja auch mal anspielen dann, dass man den modernsten Teil mal anspielen. Für den, ich sehe gerade, man kann das auch kaufen hier noch. Ja. Aber schon erstaunlich, ja, dass es dann noch so Spiele gibt. Gut, dann erstmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann gleich kommt der Michael mit seinem Schrott zum Sonntag dran. Und ja, dann bleibt alle in der Leitung, also die noch da sind. Es sind heute nicht ganz so viele, aber bitte gerne dabei bleiben. Ich muss auch nochmal gleich ein Reset machen, weil ich muss das Betriebssystem wechseln. Und ja, dann, also wie gesagt, nächste Woche fällt dann halt aus, wegen Urlaub.
Und in 2 Wochen geht es dann weiter mit der Gala. Und im Worst Case gibt es halt einen Schrott zum Sonntag und ein Treasure Hunt. Und im Best Case gibt es vielleicht beides zusammen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht, weil ja, das kann man ja nach Belieben dann auch dann gestalten. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ein Schrotthand, das ist ein Hand zum Sonntag. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.